Was geht, Leute? Mein Name ist Anor Fox und heute spielen wir etwas ganz Besonderes: EcoVR. Ein kompetitives Sport-VR-Spiel, in dem wir versuchen, einen Disc in der Schwerelosigkeit in das gegnerische Tor zu platzieren. Ob mir das gelingt und wie das so funktioniert mit dem Revive, denn EcoVR ist eigentlich ein Oculus-Spiel, welches nicht unter SteamVR verfügbar ist. Ob das gut funktioniert und ob wir uns gut anstellen, das sehen wir gleich nach dem Intro. Jetzt los! Willkommen bei EcoVR. Wie vorhin schon gesagt, kurz erwähnt, EcoVR ist ein Oculus-Spiel, welches nicht unter Steam verfügbar ist, sondern nur über den Oculus Store, aber über Revive, der App, möglich ist, Oculus-Spiele auch über SteamVR spielen zu können. Da ich eine Vive-Brille habe, ist das nicht anders möglich und ich hole mir deswegen keine Oculus. Denn wir lieben, oder ich liebe meine Vive Pro so sehr, wie ich VR liebe. EcoVR ist ein Sportspiel, in Anführungszeichen, ein Sportspiel. Das Tutorial, ja, ist dezent lang, würde ich sagen. 15 bis 20 Minuten muss man schon aufbringen, aber die sind auch nötig, um das Spiel zu verstehen. Ich habe schon ein bisschen reingespielt, habe letztens eine Session mit der VR-Community gespielt, die ich auch bei Zeit mal gerne vorstellen möchte. Und ich muss sagen, das Spiel hat mich echt gepackt. Aber wir schauen mal rein, wir gehen in die Lobby. Wenn man das Spiel zum ersten Mal spielt, ist das eigentlich schnell zu kapieren, dass man sich im Spiel durch das Abdrücken fortbewegen kann, denn man ist in der Schwerelosigkeit. Dazu kommt, dass wir ein paar kleine Thrusters haben und einen, einen Super Thruster haben, um uns fortzubewegen. Aber dieses Abdrücken und dieses Festhalten, welches auch Vorteile bietet im Spielgeschehen selber, ist phänomenal. Ich glaube, das war ein Bug. EcoVR ist... Das war schlecht, ich wollte ihn gar nicht festhalten. Mit Spielkontrolle ist das ein bisschen schwierig und... Welches ich auch irgendwann in Angriff nehmen werde, was ebenfalls ein Oculus-exklusives Spiel ist, was uns aber nicht daran hindert, es auszuprobieren. Und... Wir bewegen uns in der Lobby, aber im Werfen bin ich noch nicht so gut. Wir würden uns jetzt mit unseren Teamkameraden treffen, aber für heute spiele ich das einfach mal mit einer random Gruppe. Weg da! Die Steuerung ist wirklich sehr nice. Es fühlt sich sehr soft an. Im freien Raum durch die Düsen, verdammt, sich zu manövrieren. Kurz gucken, ob mein Mikro an ist. Das möchte ich natürlich jetzt erstmal aushaben. Personal Bubble. Können alle muten. Wenn alle ghosten, dass man die nicht sehen muss. Aber ich finde das ganz cool. Genau, und so sind wir gemutet. Man muss sich echt ein bisschen mit dem Ganzen auseinandersetzen, was nicht so einfach ist. Aber das bekommen wir auch noch hin. So, und dann machen wir uns auf den Weg zu einem Match. Das Tutorial haben wir, wie gesagt, schon absolviert. Deswegen gehen wir einfach mal und machen ein... Machen wir einen Botkampf? Machen wir erstmal einen Botkampf, um einfach die Spannung nicht wegzunehmen. Machen wir einen Botkampf. Difficulty, ja, wir wollen jetzt mal nicht so sein und machen auf Beginner. You enter an AR teammate match alone. Some online features like sending invite and progression will unavailable until you return to the lobby. Okay. Natürlich ist dieses Spiel mit echten Menschen ein Traum.
Aber dieses Feature oder dieses Erlebnis möchte ich für später, für einen anderen Moment aufsparen. Und wir gucken einfach mal, wie das Match ist mit Bots. Denn das ist auch nicht gerade so einfach. Ich versuche ein bisschen zu erklären. Wie gesagt, ich habe es noch nicht so lange gespielt. Bin noch ein ganz, ganz junger Frischling in diesem Bereich. Wir spielen ein Match 3 gegen 3, Orange gegen Blau. Wir sind auf der orangenen Seite. Und wir werden gleich im Spielverlauf sehen, um was es da eigentlich geht und wie groß die Arena ist. Mal kurz warten, bis das Spiel beginnt. Wir haben eigentlich einen Timer irgendwo stehen, liegt aber auf dem Scoreboard, was da unten zu sehen ist. Genau, und jetzt geht's los. Wir gehen durch das Katapult, halten uns fest, warten, bis der Timer runtergetippt ist und dann geht's auch rein ins Spielgeschehen. 2, 1, los. Und los geht's. Wir sind im Freien und müssen den Disknappen, den ich natürlich jetzt nicht bekommen habe, können uns natürlich abstoßen und haben zwar hier unsere Gegner, die wir auch schlagen können. Das ist die einzige Möglichkeit, sich im Spiel zu verteidigen. Man muss aber schnell sein oder warten, denn man kann sich dadurch auch verteidigen, indem man quasi seine Hände nach vorne stülpt. Ich versuche ein bisschen zu kommentieren und noch nicht zu sehr im Spielgeschehen einzugreifen, denn wenn ich das tun würde, müsste ich meine Klappe halten, denn ich muss mich konzentrieren. Aber wir haben schon und unseren ersten Sieg erlangt durch unseren Bot-Kollegen. Peinlich, wenn der Bot besser ist als ich selber. Ja, wie gesagt, man ist da noch ganz frisch in dieses Spiel. Und da ist es auch erlaubt, mal ein bisschen schlecht in Anführungszeichen zu sein. Ich gehe einfach mal in dieses Katapult. Mit den Index-Controllern spiele ich das Spiel, was die Haptik umso besser macht, denn wenn wir grabben, also greifen, ist das einfach ein tolles Gefühl. Jetzt versuchen wir mal ein bisschen Progress zu machen und ihm eine reinzuschlagen. Ich kann ihn auch packen. Ja, mal gucken, dass ich auch in Mitte des Raumes, das ist schon mal vorgekommen, dass ich nahe der Wand war. Oh, da hat er uns den Disc weggeschlagen. Aber ich habe ihn eine reingesemmelt. Der Bot-Kollege nimmt sich den Dist, wir freschen nach vorne, um quasi vielleicht einen Pass zu erlangen. Ich bin auf der Seite, Dude. Im echten Spiel würden wir jetzt wahrscheinlich passen, aber er schafft es auch so. Natürlich nimmt er sich den Dist, denn es war ein einfacher Wurf. Hier mal die allgemeine Zeit. Ist ein kurzes Match. Aber einen Punkt haben wir schon mal. Können wir ihn? Ah. Könnt ihr euch vorstellen, das kann ziemlich rasant sein mit echten Spielern. Und wenn man auch sieht, wie die Pros dieses Spiel spielen, das ist erstaunlich. Wundert es mich auch nicht, dass dieses Spiel eSports ready ist. Ja, ihr habt richtig gehört, eSports ready. VR, eSports in VR, ein Traum, geht in Erfüllung. Den hätten wir kriegen können, wenn wir schnell genug gewesen wären. Den nehme ich, Dude. Ah, Mist. Ich wollte mich abstoßen. Oh, die Nase juckt. Immer schlimm, wenn die Nase juckt. Egal in welchem Spiel. Ah. Ja, den hast du, komm. Geh wieder weg. Yes! Ah! Oh, ich glaube, das war ein Bug. Das war schlecht. Ich wollte ihn gar nicht festhalten. Mit der Index-Controller ist das ein bisschen schwierig und
Und der hätte reingehen können, aber im Werfen bin ich noch nicht so gut. Weg da. Die Steuerung ist wirklich sehr nice. Es fühlt sich sehr soft an. Im freien Raum durch die Düsen verdammt sich zu manövrieren. Dieses Gestikulieren ist auch so. Hier hat so Meme-Potenzial. Was kein Meme-Potenzial ist, dass meine Nase juckt. Gucken, ob wir das halt noch schaffen. Dieses Spiel bedarf auf jeden Fall ein bisschen Übung. Allein, was es schon heißt. Jetzt müssen wir mal einen reinsammeln. So macht man das. Das war schön. Das war ein schöner Sieg für mich. Ich glaube, einer der schönsten bisher. Muss ich schon sagen, da bin ich schon stolz auf mich. Gucken, ob wir das gleich nochmal können. Natürlich in einem realen Match mit echten Spielern ist das nicht möglich. Also schon möglich, aber eher unwahrscheinlich. Denn die Gegenspieler sind schon tough, was das angeht. Da muss man schon gut täuschen. Na gut, abgewehrt. Gut, er hätte auch abblocken können, hatte aber nicht. Ich hätte eine reinsammeln sollen. So, Hammer. Gut, gut, gut. Ah, komm, den hättest du noch bekommen können. Ja. Bin ich an so einem Quadrat hängen geblieben, habt ihr es gesehen? Mal gar nicht sein. Schaffen wir nicht mehr, aber wir liegen in Führung. Und das haben wir gut gemacht. Yes. Das haben wir eigentlich ganz gut hingekriegt, kann ich sagen. Ein Treffer kam von mir, bin ich stolz drauf. Gibt es da noch Verbesserungsbedarf? Aber ich denke, noch eine Runde geht. So, wir sind zurück in der Lobby. Und ich würde sagen, diesmal machen wir ein reales Match mit echten Spielern. Oder gegen mir die Chance entgegen. Daneben, meine ich. Gucken mal, was wir hier für Optionen haben. Hier kann man sich eigentlich auch noch mal frei rumlaufen. Ich glaube, das machen wir auch noch mal. Wir gucken uns einfach mal kurz hier die verschiedenen Räume an. Wir haben hier so kleine Spielsachen, die wir uns anschauen können. Wir haben hier das hier, Punch and Block Zone. Okay, kenne ich noch gar nicht. Gehen wir mal rein. Können wir hier. Ne, hier kann man nur sich festhalten. Ah, okay, das ist ein zum Üben. Okay. Komischerweise sind jetzt unsere zwei Dudes weg. Keine Ahnung warum. Können wir ein bisschen üben mit dem Festhalten. Ich finde das schon nice. Wie gesagt, mit den Index-Controllern ist das schon komisch. Vor allem, weil man sich dann aus Versehen, was mir ja öfters passiert ist, aus Versehen an den Wänden festhält
ohne es zu wollen. Ich weiß, ihr wollt eigentlich jetzt ein Match sehen, aber ich finde es gerade auch interessant, einfach mal die Nebenaspekte zu sehen, dass es auch was anderes gibt, als hier nur Matches. Wir haben hier einen Bereich, und um uns zu personalisieren, Echo Points. Press a button on the podium will open panels that are navigated by the pointing at them. Try pointing at things. Squeeze trigger. Okay. Haben wir Punkte? Ich glaube nicht. Nope. Echo Pass. Ich glaube, sowas wie ein Season Pass. Haben wir natürlich auch nicht. Bin kein Freund von Pay-to-Win. Ich bezweifle, dass es auch Pay-to-Win hat. Wir können... Ah, sehr nice. Mal alles freischalten, wenn die Zeit gekommen ist. Aha. Und dann Arm. Farbe des Boosters. Okay. Haben wir einen Fuchs? Ein Fuchs wäre nicht schlecht. Ein Fuchs mit Krallen. Die Farbe. Oh ja, die Farbe. Die Farbe ist schön. Die gefällt mir. Ein Banner. Ja, ich denke mal, irgendwann wird es schon sowas geben wie ein Fuchs. Das wäre schön. Was ist das? Aha! Das sieht doch nach was aus. Findet ihr nicht auch? Gut. Und ein Titel. Ja, da müssen wir halt ein bisschen spielen. Emotes. Emotes ist, wenn man so glaubt, wie war das? Ja. Ich weiß nicht wohin, aber irgendwo muss man da. Ah. Haha. Okay. Welcher könnte zu uns passen? Und zwar würde ich sagen, passt doch. GG. Gefällt mir sehr gut. Ja. Was finden wir noch? Wir sind jetzt mit unserer passenden Farbe ausgerüstet. Ich glaube, da machen wir noch zum Schluss ein Match. Das müsste noch reichen mit der, von der Zeit her. Find Match. Finding Match. Mich add mit echten Spielern. Wir muten die Leute. Ach komm, wir lassen die mal an. Um auch dieses Feeling zu haben, wie das ist, mit den Menschen zu kommunizieren. Ich selber möchte jetzt nicht kommunizieren. Denn ich möchte ja für euch hier ein bisschen kommentieren. So, unser erstes Spiel mit echten Spielern. Ein 4 gegen 4 Match, okay. Das wird interessant. Bis jetzt habe ich immer nur 3 gegen 3 gespielt. Oder waren wir? Nein, halt, stopp. Das ist eine Lüge. 4 gegen 4 haben wir schon mal gespielt. Oder ich zumindest. Auf jeden Fall wird das Spaß machen. Mir zumindest. Und ich hoffe, ihr auch, wenn ihr zuschaut. Um mal einfach einen Vergleich zu sehen, wie das Botspiel. Wie das Botspiel im Vergleich zu echten Spielern ist. Mal gucken, ob ich auch so viel Glück haben werde. Ein bisschen konzentrieren, aber natürlich versuche ich ein bisschen zu kommentieren. Und los geht's. Wir gehen ins Spielgeschehen rein. Unser Team ist nicht da. Keine Ahnung warum. Ja, da habe ich jetzt mal einfach... Das fängt ja gut an. Wahrscheinlich ist es doch besser,
die Leute zu muten. So. Denn manchmal hat man es auch mit kleinen Kindern zu tun. Das ist nun mal so. Ah, da waren wir zu langsam. Da muss man schon recht schnell sein. Ah. Das war aber. Den krieg ich. Vergiss immer zu triggern. Ich hau immer, aber ich trigger nicht. Den Greifen reicht nicht aus, man muss triggern. Ja, wir haben es nicht mit Profis zu tun, aber trotzdem ist es auf jeden Fall eine Herausforderung. Das gibt's doch nicht. Das könnte was werden. Keiner ist im gegnerischen Tor. Ah. Man muss den Main Thruster auf jeden Fall nutzen, denn sonst ist man... Und? Ah, der war schneller. Yes! Puh, das war knapp. Das ist auf jeden Fall schon anstrengender als gegen Bots. Muss man schon sagen. Ist vielleicht jetzt nicht das professionellste Team. Das merkt man bei... Ach, das merkt man irgendwie. Also ich denke mal im Vergleich bei der Session, die ich nicht aufgenommen hatte. Im Vergleich mit Leuten spielt, die sich wirklich in dem Spiel auskennen, ist das auf jeden Fall was ganz anderes. So, wo ist der Diss? Der ist hier. Dann haben wir natürlich gecatcht, haben wir schön einen reingesammelt. Ah, den kriegt er natürlich. Main Thrusters haben wir, keiner ist im Tor. Er nimmt ihn sich. Gut und yes! Nice! Daumen. Das war jetzt ein schöner. Man sieht schneller, man kennt schnell, dass es ein Spiel... Oh, schnell rüber. Das schnell geht. Das schnell auf Zack ist. Aber man kommt auch schnell rein. Wo ist das? Das ist hier. Das könnte wieder was werden. Viel zu viele. Ja, das machen die schon richtig. Schön weg vom Gegner. Ah, einer ist im Tor geblieben. Das war richtig clever von denen. Hat er ihn jetzt noch gecatcht? Jetzt hat er natürlich genug Zeit verloren. Aber das sieht schlecht aus. Immer schön eine reinsammeln, das gefällt mir.
Ja, es hat ihn wahrscheinlich impressed, dass ich ihn festgehalten habe. Ich weiß es nicht. Ja, so kann man es natürlich auch machen. Wenn man es nicht merkt. Dieses Klopfen habe ich natürlich gehört, aber nicht für ernst genommen. Man kann sich auch, wie man jetzt schon gesehen hat mehrmals, sich an andere festhalten. Ah, nochmal Glück gehabt, dass der daneben ging. Und jetzt komm. Yes! Die Interaktion im Spiel finde ich halt, wow, finde ich atemberaubend. Mit so wenig, mit den simplen Gestiken quasi Lob und Feedback zu geben, das hat schon was. Die letzten 5 Minuten zählen. Ich habe bis jetzt noch kein Goal gemacht, aber darum geht es auch gar nicht. Es geht um das Teamspiel und von einem professionellen Spiel bin ich noch weit entfernt. Oh, was war das? Komm, hau ihn rein! Was jetzt? Achso, das war's. Match complete. Aha. Okay. 7-0 gewonnen für mein Team. Oh, wir waren sogar 3-4 sogar. Sehr nice. Doch, gefällt mir auf jeden Fall. Ach, fürs Erste würde ich sagen, reicht das mal, denn ich brauche eine kleine Pause. Es ist ein Sport in VR, aber doch ein bisschen anstrengend. Aber gleich zu mehr. Ab zu atmen. Auch in dem Spiel kommt man richtig ins Schwitzen, muss ich schon sagen. VR-Sport ist nicht gleich echten Sport, würden jetzt die meisten sagen. Aber trotzdem ist man mit dem Kopf und auch mit der Bewegung mit dabei. Videospiel mit Maus und Tastatur ist eine Sache, aber in VR, das eröffnet neue Grenzen. Und ich glaube, als E-Sport kann ich mir das schon sehr gut vorstellen. Ja, und ich kann mir auch gut vorstellen, dieses Spiel weiterhin zu spielen. Werdet wahrscheinlich öfters ein paar Video-Sessions sehen, in denen ich mit der VR-Community spiele und vielleicht das auch ein bisschen weiter verfolge. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. In diesem Sinne, euer Anaerobe Fox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.